Grüezi miteinander. Wir sind von VR Change. Wir können heute Herr Beyeler konfrontieren. Wir haben hier zwei Ordner mitgenommen, die wir ihm dann übergeben wollen, ihm persönlich. Und zwar, wenn es um die Verhaftung von Bush geht. Es hat einen Professor in den USA, der beim internationalen Gerichtshof in Den Haag einen Eingang gemacht hat. Schon seit längerer Zeit. Und jetzt haben wir in den Medien, in den alternativen Medien vernommen, dass der Bush am 12. Februar auf Genf kommt. Heute ist allerdings der Termin schon vorbei. Wir tun aber das trotzdem nochmal eingeben und den Herr Beyeler dazu anhalten, eindeutige Aussagen zu machen über den Bush, wenn er wieder kommen soll, wird verhaften. Und was jetzt dann mit den Vereinbarungen ist, dass Staatsoberhäupter oder also kriminelle Leute, die in die Schweiz kommen, ob die dann jetzt verhaftet werden oder nicht. Heute ist der 17. Februar, um 3:30 Uhr. Wir laufen jetzt rein. Guten Abend, Herr Bettig. Wir sind jetzt hier in einem Restaurant bei Bern. Sie haben ja einen Eingang gemacht bei der Bundesanwaltschaft betreffend George Bush. Um was ist da gegangen? Können Sie mal etwas darüber erzählen? Also, ich will nicht erklären, warum ich das gemacht habe. Also, ich will, dass die Schweiz neutral und unabhängig bleibt. Und besonders natürlich gegenüber Vereinigten Staaten und Israel und anderen Großmächten. Und ich weiß, dass unsere Regierung viele Verträge unterschrieben hat. Wahrscheinlich für gute Sachen. Aber ich habe bei Internet gesehen, dass die Schweiz einen Vertrag unterschrieben hat. Und nach diesem Vertrag sollte die Schweiz jeder vermutete Kriegsverbrecher verhaftet werden. Sie sprechen das ICC, also das römische Statut da, genau, wo am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist. Genau. Also ich habe gesehen, dass schon einige Leute solche Ideen haben. Und das scheint mir eine ganz gute Idee auch. Und ja. Ich habe mitgemacht, ich habe gefragt, was kann ich machen, um diese Sache zu helfen. Die Leute haben mir geantwortet, du kannst dann einen Brief an Frau Simonetta Sommaruga schreiben, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie so einen Vertrag unterschrieben haben und sie sollte etwas machen. Das ist ein Skandal, dass ein vermuteter Kriegsverbrecher hat doch ziemlich was. Ist es nur ein vermuteter oder ist er wirklich ein Kriegsverbrecher? Für mich hat er einen Krieg erklärt und gemacht aus nicht guten Gründen. Und natürlich hat Guantanamo, Abu Ghraib und solche Sachen gemacht. Das ist für mich, das kann ich nicht annehmen, das ist ganz, ganz klar. Jemand, der das macht oder befiehlt und noch, wie sagt man das, er ist damit sehr zufrieden. Er ist in Genf eingeladen, um sein Buch vorzustellen. In diesem Buch rechtfertigte er diese Autobiografie, meinten ja, Sie? Diese Politik. Ja. Und das war für mich genug. Also man muss etwas machen, sodass dieser Mann vielleicht in der Schweiz verhaftet wird. Ich habe Frau Sommaruga geschrieben, sie hat mir geantwortet, das ist nicht sein Problem, sie kann dafür nichts machen. Aber sie hat mir geantwortet, Sie können vielleicht einen Brief an Bundesanwaltschaft schreiben. Und das habe ich natürlich auch schnell gemacht. Wann haben Sie das gemacht? Also vorher oder nachdem das Bush in Genf angekündigt war? Ja, das war doch vorher. Ich weiß nicht mehr genau jetzt, aber wahrscheinlich vor ungefähr 2 Wochen vorher. Ja. Wie sind Sie überhaupt
drauf gekommen, dass Herr Busch in die Schweiz reist? Wie haben, Sie das erfahren? Natürlich als Politiker lese ich die Zeitungen und die, ja, und Internet und die Netze. Also ich habe die Informationen gern. Ja, also Sie haben das übers Internet oder E-Mail erfahren? Ja, 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 ja. Jemand hat mir eine Mail geschrieben und die Idee war, etwas gegen Busch zu machen. Und diese Idee hat mich sehr gefallen. Ja. Ich wollte etwas auch machen als unabhängiger Politiker. Ja. Haben Sie Unterstützung von anderen Kollegen in Ihrer Partei bekommen oder waren die nicht so begeistert von dieser Idee? Ich habe das ganz alleine gemacht, ohne mich diese Frage zu stellen. Ja. Ich weiß, dass ein Kollege in Genf auch mitgemacht hat. Er hat eine Anklage in Anwaltschaft Genf. Ja, für den Staatsanwaltschaft. Ja, das hat er auch gemacht. Ja. Aber sonst weiß ich nicht, wie meine Kollegen reagieren. Normalerweise als neutrale Politiker und Leute, die für die Unabhängigkeit der Schweiz, der Moral der Schweiz kämpfen, einverstanden sein, natürlich. Und wie haben die Medien reagiert auf Ihren Brief? Oder Sie haben ja auch... Also es ging im Internet, konnte man lesen, dass Sie eben Strafanzeige gestellt hätten oder da darauf hingewiesen hätte, dass man den Herrn Busch verhaften müsse. Was können Sie dazu noch sagen? Also die Medien haben besonders reagiert mit mich. Also sie haben gesagt, ich bin etwas verrückt, so etwas zu machen. Also ich habe viele Emotionen, solche ungewöhnliche Emotionen gemacht. Das ist meine Tradition. Und die Presse hat gesagt, also dieser Mann, der ist Psychiater, er ist etwas verrückt, um solche Sachen zu machen. Aber ich weiß, dass im Kanton Jura das wurde positiv. Aufgenommen. Ja. Also Sie sind wirklich Psychiater oder behaupten das die Medien? Ich bin Psychiater. Ja, das ist also mein Beruf. Ja. Dann wissen Sie ja, was verrückt ist und was einfach Vorurteile oder schlechter Ruf ist. Oder? Jetzt ist es der 17. Februar und wir sind von VR Change und anderen Bürgergruppen sind wir beim Bundesanwalt gewesen und wir haben einen Ordner abgegeben, also da ist noch ein zweiter in Kopie, wo eben der Professor Francis A. Boyle da eine Strafklage eingereicht hat. Und wir wurden eben zuerst ein bisschen zurückgewiesen. Man würde die Polizei rufen und am Schluss hat man uns dann eben eine Empfangsbestätigung gegeben. Okay. Möchten Sie die mal noch durchlesen oder irgendwie kommentieren? Und Ihr Urteil über die Bundesanwaltschaft fällen? Okay. Also die Leute vom Bundesanwaltschaft da haben mir geantwortet, natürlich. Die haben gesagt, wir können wahrscheinlich oder fast sicher nichts machen, weil... Also ihn verhaften, haben sie auf das bezogen, nichts machen, oder was heißt das? Ja. Weil es ist nicht sicher, dass er Kriegsverbrecher ist. Ja. Man hat mir auch geantwortet, ein ehemaliger US-Präsident hat eine starke Teilimmunität. Was hat man noch geantwortet? Die Fakten, die vorher gemacht sind, können nicht heute beurteilen werden in der Schweiz. Vielleicht kann man mit einem Kanton, vielleicht könnte man mit einem Kanton etwas machen, eine Klage machen, vielleicht in Genf, das ist die Idee.
aber sonst haben sie mir geantwortet, ja, sie haben vielleicht recht, aber ich kann nichts machen. Natürlich, sind Sie mit dieser Antwort zufrieden gewesen? Ja, das könnte ich spüren, dass es so geht, aber für mich ist der Kampf nicht am Ende. Ich will jetzt prüfen, was man wirklich machen kann, und vielleicht wäre es möglich, so dass Herr Busch definitiv nicht mehr in die Schweiz oder in ein Land von Schengen kommt. So Einreiseverbot sozusagen. Das wäre, ja. Vielleicht kann man etwas machen. Für mich muss sich die Schweiz jetzt auch so verteidigen. Wir haben das mit Herrn Gaddafi gemacht, mit Herrn Polanski, und warum nicht mit Herrn Busch? Das ist meine Idee. Also Staatsrecht muss verteidigt werden in der Schweiz. Ja, also eben der Fall Gaddafi, also Hannibal Gaddafi, ist ja auch in Genf passiert. Genau. Und, das ist ja der Sohn eines Präsidenten. Ja. Das ist ja ein Widerspruch, wenn man den verhaften kann, aber einen anderen Präsidenten oder Sohn eines Präsidenten nicht. Natürlich, das ist ein Problem. Ja. Und ich kann verstehen, warum der Busch nach Genf nicht gekommen ist. Vielleicht hat er Angst gehabt von einer speziellen Reaktion auch in Kanton Genf, wie mit Herrn Gaddafi. Vielleicht, das ist eine Idee, vielleicht ist die nicht recht. Jetzt noch eine Frage. Sie haben erwähnt, dass er ein Buch, also seine Autobiografie unterzeichnen würde. Ist das schon vorbei, oder hat das mit dieser Spendengala auch etwas zu tun, vom 12. Februar? Also die Details kenne ich nicht. Ich weiß nicht. Oder wollte er schon am 12. Februar sein Buch? Das war die Idee, dass er sein Buch beschreibt in einem Gala. Werbung macht sozusagen. Von was ich verstanden habe, er wollte sein Buch vorstellen. Und auch seine Politik rechtfertigen, also Doktür, ich weiß nicht, wie man sagt, da auf Deutsch. Politik in Guantanamo, Krieg. Und so. Für mich ist es nicht, kann ich das nicht annehmen, diese Leute, die immer Moral machen für die anderen Länder. Direkt Demokratie, Eingriffsrecht, Menschenrechte, die sagen das, diese Leute, aber die machen natürlich es nicht, das ist nur für die anderen, aber sie machen, was sie wollen, und das kann ich nicht annehmen. Ja, und auch eine zionistische Organisation, so eine Politik in der Schweiz verteidigt, ist für mich nicht annehmbar. Natürlich, wir sind neutral und wir haben eine Kredibilität in der Schweiz mit dem Kampf zwischen Palästina und Israel. Man muss neutral und kredibel bleiben, das ist meine Idee. Wenn man so etwas erlaubt, dann verliert man seine Ethik. Ja. Haben Sie noch eine Nachricht oder eine Botschaft für die Amerikaner oder für den Professor Francis Aboyle, die Sie unseren Zuschauern noch sagen? Also ich kenne diesen Mann nicht. Ja. Ich habe natürlich den Text gelesen. Der war gut. Ja. Ich kann ihm sagen, bitte weitermachen. Ja. Sie sind ein Held, das ist gut, dass ein Amerikaner so etwas macht. Und ich mache mit, wenn ich noch weitermachen kann. Haben Sie noch eine konkrete Idee oder einen Beschluss, den Sie ins Parlament oder an die Medien senden möchten, also in Bezug auf Kriegsverbrecher, die nicht in die Schweiz einreisen sollen oder verhaftet werden sollen? Also diese Fragen werde ich noch im Parlament stellen, natürlich. Ja. Ich will auch fragen, ob die Schweiz Drücke erlebt hat mit dieser Sache. Das möchte ich gerne wissen. Ja. Und wie natürlich die Behörden weitermachen mit Busch und diesem Vertrag, das interessiert mich natürlich. Ja. Werden Sie das in diesem Fall weiterverfolgen, was jetzt mit diesem Ordner passiert, den wir abgegeben haben, also mit diesem Dokument? Kannst du das im Zoom noch aufnehmen? Ja.
Denken Sie, da wird jetzt noch was passieren oder wird der Bundesanwalt, Herr Bejeler, wird er das hinauszögern oder wird er das ernst nehmen? Was denken Sie? Wahrscheinlich hat er das ernst genommen, aber kann vielleicht nicht viel machen, das ist zu kompliziert, diese Sache. Und unsere Verhältnisse mit Vereinigten Staaten sind natürlich wichtig für die Politik. Ja, und dass Außenpolitik wichtiger ist als das internationale Recht, ja. Denken Sie? Ja. Die haben gesagt, wir können nicht die Justiz für die ganze Welt machen. Das kann ich auch verstehen, natürlich. Ja. Ich will nicht für die ganze Welt, aber in diesem Falle war es nötig, etwas zu machen. Ja. Also, es gibt einige, die sagen, also das hätten sie sich nicht getraut, so aufzustehen und eben Herrn Bush so zu kritisieren oder da zu fordern, dass er verhaftet wird. Was sind Ihre Erfahrungen? Oder hat es Mut gebraucht? Oder denken Sie, dass wenn man einen Rechtsstaat braucht, dann muss man dafür kämpfen? Man muss natürlich kämpfen, ja. Also viele Leute waren erstaunt, dass ich so etwas gemacht habe. Aber für mich, das ist ganz normal. Ja. Die Leute, die immer so Moral predigen in der ganzen Welt und eine ganz andere Politik machen mit Menschenrechten und so, das kann ich nicht annehmen. Ich kämpfe nicht diesen Mann zum Tode, aber für mich ist ein Problem. Wir haben Verträge unterschrieben. Und die muss man einhalten. Natürlich, ja. Keine Ausnahme, auch wenn der Mann ein ehemaliger US-Präsident ist und Held von Antiterrorismus ist. Das für mich, das ist ein Grund, nicht zu machen. Ich will Unabhängigkeit, Frieden und Neutralität, das ist für mich. Und wir müssen auch alles machen, sodass wir als Staat auch, wie sagt man das, respektiert sind von Großmächten. Das ist auch eine kleine Schweiz, die sich weiß zu wehren, sozusagen. Ja, wir schreiben Verträge und das ist ernst, man muss etwas damit machen. Ja, das ist klar. Würden Sie jetzt auch mit anderen Gruppen zusammenarbeiten, wenn es eben um idealistische Ziele geht, um internationales Recht, um Friedensverträge? Ja. Also auch links, rechts, SVP? Also für mich ist das spielt doch keine Rolle, oder? Wenn die Werte gleich sind? Ja, wenn die Werte gleich sind, das ist für mich nicht ein Problem, mit anderen Bewegungen zu arbeiten. Neutralität, Recht, Unabhängigkeit, ja, Anti-Imperialismus, ja. Für mich, ich mache mit, natürlich, auch wenn diese Leute links sind oder grün, oder, das ist mir gleich, natürlich bin ich sicher nicht einverstanden mit aber mit diesem Thema, ist Ihnen schon mal das Prinzip Teile und Herrsche aufgefallen, eben? Wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte, oder dass man absichtlich Links-Rechts-Kämpfe inszeniert, um abzulenken. Haben Sie dazu vielleicht noch ein Beispiel, oder? Natürlich, das ist hoch interessant. Es gibt Leute links oder rechts, die außerhalb dem System sind und sie haben Unabhängigkeit zu sprechen, zu denken. Und das ist natürlich ein Vorteil für mich. Was wichtig ist außerhalb des Systems arbeiten zu können. Gleich, ob es Anarchisten, ja. Linksradikale, Rechtsradikale oder. Für mich, das ist ein Zeichen von Unabhängigkeit von Systemen. Das ist wichtig, dass es Unabhängigkeit in unserem Lande gibt. Haben Sie noch negative oder positive Erfahrungen mit Medien gemacht, jetzt gerade in diesem Fall? Also uns ist aufgefallen, dass nachdem Herr Bush nicht mehr in die Schweiz eingereist sind, dass alle Medien eigentlich sich gegenseitig abgeschrieben haben, innerhalb von wenigen Stunden. Also ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass das Medien nicht Zensur, aber ein bestimmte Druck war, wahrscheinlich. Haben Sie dazu noch was zu sagen, oder?
Also ich habe nicht viel Erfahrung mit Medien mit dieser Sache. Ja. Nur ein oder zwei Artikel, wo man sagte, ich bin verrückt, um das zu machen. Ich habe meine physische Gesundheit verloren. Aber ja, vielleicht ist es so, aber es ist ein Privileg von Politikern auch, die Kämpfe zu machen. Ja, ja, ich bin unabhängig und ich, wenn ich im Rat bin, muss ich auch etwas machen. Nicht einmal schlafen mit anderen. Und ja, also Sie werden bezahlt eigentlich für... Das ist auch eine Arbeit, die Unabhängigkeit der Justiz. Und, ja. Das ist meine Arbeit, Punkt Schluss. Ich mache meine Arbeit. Dann habe ich noch eine Frage. Es gibt ja eine Organisation, die heißt AUS, für eine unabhängige und neutrale Schweiz. Ja. Hat die auch hier etwas mitgewirkt oder hat sie sich aus dem Thema rausgehalten? Oder? Ich habe nicht mitgearbeitet, ich bin auch Mitglied von AUS natürlich. Ja. Aber nein, ich habe in dieser Sache ganz alleine gearbeitet. Ja. Aber Sie hätten schon gefordert, dass die das offiziell auch also die Verhaftung fordern. Ja. Sie haben mir erklärt diesen Abend, dass Ihnen Herr Beyeler, also der Bundesanwalt der Schweiz, angerufen hat und sich entschuldigt. Was hat er genau in diesem Gespräch gesagt und wann fand das Gespräch etwa statt? Also er hatte gehört, dass ich nicht zufrieden war mit der Antwort. Mit welcher Antwort? Mit der ersten Antwort, also wir können nichts machen, Punkt, ja. Schluss. Und ich habe geantwortet, natürlich kann ich verstehen, das ist nicht einfach, so ein Problem. Aber ich konnte verstehen, dass Bundesrat wahrscheinlich nicht sehr aktiv in dieser Sache war. Wir können sowieso nichts machen. Hat er gesagt. Ja, wir sind nicht die Justiz der Welt und auch mit der CIA-Sache, mit der Tiner-Sache konnten wir nichts machen gegenüber Vereinigten Staaten. Also jetzt werden wir wahrscheinlich auch nichts machen können. Das konnte ich verstehen. Ich verstehe, ich bin vielleicht auch einverstanden mit der Klage, aber konkret da ist es ganz blockiert. Denken Sie, das wäre in einem anderen Staat genau das Gleiche, also zum Beispiel Italien? Wahrscheinlich noch schlimmer, ja. Ja. Und in Italien spielen ja die Medien auch eine Rolle, weil wenn die Medien nicht unabhängig sind, zum Beispiel Herr Berlusconi besitzt ja auch viele Medien. Ja. Haben Sie dazu noch, noch Kritik, oder? Ja, denken Sie, dass das gefährlich sein kann, wenn die Medien nicht unabhängig berichten? Ja, das ist natürlich ein Problem. Ja. Ich habe nicht eine große Erfahrung mit Medien. Wahrscheinlich ist es zuerst nicht die Zensur, aber man achtet nicht die Ideen, man sagt nichts von Ideen und Aktionen von Leuten. Das ist der erste Schritt. Und zweitens, wenn man unbedingt etwas sagen muss, dann sagt man, dass die Presse kann immer so kleine Details erwähnen, die uns lächerlich machen oder man denkt, dieser Mann ist verrückt. Ja. Ich habe eine Motion für die schnelle Integration von Grenzgebieten als Schweizer Kanton gemacht und die haben sofort gesagt, Annexion oder also das ist sicher nicht eine aber die haben einige Wörter gebraucht, um mich zu beschimpfen. Das ist die zweite Strategie. Zuerst nichts sagen, zweitens so vorbeischlängeln. Spezielle Worte wählen, die den mich beschimpfen. Oder die sagen, ja, das ist normal, das ist zu viel unabhängig, elektronlieb oder so etwas. Noch letzte Fragen. Was werden Sie weiter unternehmen? Werden Sie das jetzt immer noch beobachten, was da geschieht und die Bundesanwaltschaft im Auge behalten, oder? Ja, ich warte jetzt, was passiert. Ich habe noch eine Antwort
eine zweite Antwort bekommen von 10. Februar. Ja. Oder, ja. Und diese Antwort sagt, wir haben in Zeitung gelesen, dass Sie glauben, dass wir leicht gearbeitet, nicht seriös gearbeitet haben. Wer sagt das? Die Suppleant Voya. Ja. Und sie sagt noch schriftlich, warum man nichts machen kann. Und ist diese Antwort befriedigend oder korrekt oder nicht korrekt? Also wahrscheinlich muss ich das ganz präzise lesen, um die wo zu sehen, wo es etwas nicht stimmt. Ja. Es ist immer so, vielleicht kann man könnte, aber man kann nicht. Es ist zu spät, vielleicht kann die Kantone etwas machen. Ja, das ist für mich sehr kompliziert. Ich muss da noch ganz langsam und ruhig lesen und vielleicht auch andere Leute fragen, was wir damit machen können. Ja. Ja, es ist nicht am Ende, ich mache noch etwas. Gut, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg und dass Sie weitere Unterstützung bekommen. Dankeschön. Haben Sie noch eine Webseite oder eine E-Mail-Adresse oder etwas, was man den Zuschauern empfehlen kann, um mit Ihnen in Kontakt zu treten? Also meine E-Mail-Adresse ist im Schweizer Parlament, ganz einfach. Okay, gut. Vielen Dank, Herr Bettig. Bitte. Und Entschuldigung für mein Deutsch, das ist nicht so gut. Nein, das ist schon okay.